Ja, das war Handbremse. Ich habe einfach Handbremse gezogen, dann bin ich so durchgekommen bei der Ampel. René drängelt den einfach erstmal ab. Dann ist er Was halt Dani einfach. kann, Dani, kann ich du auch. drängelst den auch ab. Was machst du denn? Ja, komm. Ich habe ihn zärtlich gestreichelt. Also ich war. Warum fährt er denn auch drüber? Hier ist doch noch rot, ey. Scheißegal ist langsam. Oh mein Gott, so da kommt Dani, ich geh mal ja, hier komm, weg. Ich will jetzt auch nicht warten. Ach, guck mal, ich habe noch nicht mal eine Strafe bekommen. Interessant. Ach, guck mal, das ich auch nicht, ich habe Handbremse gezogen. Kann sogar schnell, sein. Schnell, schnell, gib habt Gas, ihr schon gib mal, Gas. Habt ihr mit dem Account schon mal hier eine Strafe dafür bekommen oder habe ich das vielleicht sogar ausgeschaltet? Nein, ich hab eine Strafe bekommen. Jetzt fährt er nicht rein, Alter. Der Wichser. Was macht ihr denn da? Warum fährst du denn auch, Alter? Was geht da mit euch eigentlich? Was macht ihr? Ich seh's nicht. Los. Dani fährt nicht. Einfach da raus und der fährt in den Rhein. Alter, halt, stopp. Ich will nicht rückwärts fahren, ich will hier noch lang fahren. Halt, stopp. Dani, halt an. Ich guck mir, ich speichere erstmal. Ja, okay, ich bin jetzt erstmal safe, weil hier ist Non-Collision Zone. Ja, ich auch, also deswegen speichere ich hier erstmal. Oh Gott. Aber ich hatte keinen Schaden am LKW, deswegen mich leicht verwundert. Okay, ich stehe wieder in René drinne, deswegen sehe ich nicht. Dani kriegt bestimmt wieder nicht geschützt. Hä? Ja, ich stand eben gerade in dir drinne. Ja, ich dachte, das wäre Dani gewesen. Ups, oder? So. Also blauer, was heißt jetzt ab? Blauer Drache oder so. Tut mir leid, wenn du die Videos guckst. Ich wollte dich nicht abdrängen, weil bei mir war es im Rückspiegel schon lange. Ich wollte dich nicht abdrängen, das ist einfach automatisch passiert. Und bei, bei mir da war der schon 100 Meter weg. Da war ich schon, da habe ich erst rüber gezogen. Ja, und ich wollte ihn nur zärtlich streicheln. Und ihr habt das gesagt, da war ich schon lange weg. Da war ich schon bei dem Ortsschild. So. Also ich würde sagen, wir haben hier wunderschön geparkt. Achso, ich wollte jetzt ja auch nochmal speichern, ne? Oder Gott. Stell ich mich einfach hier hin, speichern. 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 Zufriedenstellend. Ja, hast versaut. So, wo kann ich denn hinfahren? Straßburg, Bremen, Bratislava, Lille, Kiel, Polska. Und das war's. Dann fahre ich einfach nach Duisburg. Das ist ja da auch irgendwo. Hä? Duisburg? Ja, liegt doch da auch auf der Strecke. Ja. Ich fahr schon mal los, ich stelle mich schon mal irgendwo hin. Ich fahr jetzt einfach dahin. Oh, mir ist gerade so ein Vieh in die Nase geflogen. Bäcker! Ich weiß, was war. Mir so eine Obstliege, obwohl hier gar kein Obst ist. Vielleicht hat's in deinem Gehirn Obst gesucht. Wahrscheinlich. Wird so nichts finden. Wer piept hier denn eigentlich die ganze Zeit? Also, das ist woanders. Ich dachte schon, ich piepe. Weil da gab's ja irgendwann mal so einen Bug, aber ich glaube, das war woanders. Also, dass man selber die ganze Zeit weiter piept, obwohl. Nee, das ist der Typ da, wo du reingefahren bist. Ja, ich weiß, Mike, aber da gab's irgendwann mal einen Bug. Kommt ihr jetzt eigentlich mal, weil ich stehe jetzt. Ja, ich stehe an der roten Ampel, Mann. Ja, wo seid ihr denn? Ja, ich komm gleich. Also ich stehe jetzt. Ich biege jetzt gleich bei dem Frage, bei dem Lupenzeichen gleich ab. Links, rechts. Hauptsache ich krieg einfach eine halbe Stunde später ein Ticket. Ich habe jetzt auch endlich mal meinen Auflieger. Überfahren einer roten Ampel. Also ich fahre jetzt auf die Autobahn Richtung Osnabrück Bremen. Okay. Stell mich hier hin und warte auf euch. In der Hoffnung, dass von euch wegkommt. Aber ich krieg gerade Schaden, weil das hier ein bisschen huppeldell Loch ist. Du bist gar nicht mehr auf der Liste angezeigt, mir ist das Dani. Ist das Lustige. Ich war mal hinter Dani hier. Ja, René wird gar nicht mehr angezeigt. Ich bin hier bei der Autobahn. Richtung Osnabrück und. Ja, dann bleib halt mal stehen. Ja, ich stehe doch hier. Oh, da war's gerade grün. Geil. Wie viel Tonnen habt ihr? Mike, nicht rüberziehen. Nee, mach ich nicht. Wie viel Tonnen habt ihr? Ich hab 6 Tonnen. Hm? 13. 6. 13. Aua. 22. Was denn Aua? Ich bin gegen die Leitplanke. Sehe ich euch schon? Dani sehe ich schon. Mike sehe ich jetzt auch. Man merkt es Dani schneller als ich. Bist denn du, René?
stehe hier Autobahnauffahrt. Okay. Dann fahren wir dich jetzt um. Ist klar. Ja, Lani. Ich gebe schon mal Gas. Das kennt man so von dir. Hey, das. Guck mal, da ist René. Hey, das ist René. Hi. Nein. Nein. Ist das gerade euer Ernst? Ihr seid ein paar Assis. Das war jetzt mein, mein LKW kriegt mehr Schaden wie mein Anhänger. Ich hab gar keinen Schaden genommen. René, wie schwer bist du? 22 Tonnen. Okay. Ich hole erstmal kurz Dani, den muss ich nämlich wieder einfangen, der ist nämlich weggelaufen. Ich hab nicht einmal Schaden genommen. Weißt du, ich bin mit 100 da hochgefahren, er war im Soll ich mal mies sein? Was sein? Soll ich mal richtig mies sein? Oh Gott, Dani! Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Hey, aber ich hab 1% Schaden. Hör auf! Warte mal, geh weg! Wow. Oh, cool! Das ist ein Spaß! Ich war schon auf dem Standstreifen, Alter. Dani ist aber gerade echt ein Spaß. Nee, aber ich habe gerade nur 3% Schaden am LKW und 2% Schaden am Auflieger gekriegt. Ich habe 11% Schaden am LKW. Nee, ich habe mir jetzt gerade einen Lachkrampf bekommen. Nein, wo Mike mich gerammt hat, beziehungsweise ich aus Versehen nicht gesehen habe, dass hinter mir war, habe ich Ausversehen, ausversehen, ausversehen. Und bin in René rein. Hauptsache, ich fahre schon extra. Ich war erst auf der rechten Spur, dann bin ich schon auf den Standstreifen gefahren, weil ich gesehen habe, dass er rüberzieht. Ja, ich habe die Kontrolle über den scheiß Wagen verloren. Von ja, dann wegen aus Versehen. Warum solltest du sonst da links gegen die Leitplanke fahren, wenn du... Oh, jetzt habe ich 1% am Zugfahrzeug und 2 am Lastwagen, also am Zug. Toll. Und ich habe 11 und 5. Das machst du auch die ganze Zeit. Echt, ja, weil du mich als umfährst, du Spaß. Boah, Alter, Dani, willst du mich eigentlich verarschen? Du kamst ja gerade schon wieder extrem nah. Das war ich nicht, ich war die ganze Zeit hier auf der mittleren Spur. Ja. Das ist das Problem, eigentlich fährt man rechts. Ja, genau. Okay, dann fahre ich halt jetzt rechts. Ich habe sogar rechts überholt, Dani, nehm dir mal ein Beispiel. Mann, diese Rechtsradikalen. Nee, linksradikal, ich fahre hier drüber. Die können mal auf, oh, mal auf mich warten, ne? Oh Gott. Weil... Da vorne fährt einer. Den will ich jetzt mal nicht so überholen. Wie so ein Bekloppter. Warum nicht? Weil darum? Der ist doch eh immer so. Ja, das stimmt auch wieder. Hauptsache da unten Mike oder da. Mike, glaube ich, fährt da unten hoch. Ja, ich fahre hier drüben rum. René, lass mir aber Platz, dass ich auch wieder auf der Autobahn fahren kann. Nö. Okay, dann fahr ich dich gleich um. Ja, warte doch eh, ja. So, ich warte hier mal. Okay. Ich auch, Dani. Nein, Spaß. Pass euch. Ich will nicht wieder so lange... Mist, ich hab die Straße doch nicht ganz blockiert. Tja, das ist echt schade. Ich könnte ja mal ein bisschen Gas geben, weil ich fahr grad 125. Nur so als Info, so fürs Blocken kannst du gebannt werden. Ich weiß. Nee, gekickt. Gebannt wirst du erst beim dritten Mal. Auch gut. Er kennt sich da schon aus, hat bestimmt schon zweimal gekickt worden. Ja, aber ein anderer Typ hat uns dauernd geblockt. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon oft genug mitgekriegt, dass wer mich geblockt hat oder so. Hey, René, wo bist du? Oh, ihr seid ganz schön schnell weg. Ja, ich fahre halt 130. Ich habe schon gesagt, ich warte nicht auf euch. Ich habe 22 Tonnen und es dauert ewig zu beschleunigen. Haust du uns nicht mehr, deswegen haust du ab, oder? Naja, mit 750 PS geht das eigentlich schon halbwegs schnell. Ja. Aber außerdem ist da Dani und so. Ja, ich bin hinter Mike. Okay. Mike müsste Angst haben, ich fahre jetzt 120. Weiß ja nicht, sehe ich euch? Okay, Dani, sobald Mike ich dich sehe, mache ich eine Vollbremsung. Siehst du mal, ihr ja, holt mich doch ratzfatz auf. Obwohl ich ewig Gas gebe. Ja, jetzt bist du weg. Schon 140. Ja, jetzt bist du weg. Aber jetzt bist du wieder da. Jetzt bist du wieder weg. Jetzt bist du wieder da. Halt die Fresse. Kannst dich entscheiden. Ja, ich fahre ja gerade durchschnittlich 140. Achso, ja, ich fahre jetzt 150. Warte durch. Wir sind ja gerade an Bremen vorbeigefahren. Da hätten wir eigentlich mal in Bremen reinfahren können. Wozu? Hätten wir lassen können. Ja, hätten wir auch lassen können, aber ich meine so zum Erkunden und so. Obwohl, wir haben sowieso nicht genug Geld, um das an der Garage oder so zu kaufen. Egal. Also wir würden Cheat Engine benutzen. Habe ich ja, um da ein bisschen Geld uns zu beschaffen. Also wir haben ja nur eine Garage, die ist voll ausgebaut, soweit ich weiß. Ah, das ist und richtig halt mies, wenn man hier... LKW und hier, ne, ein bisschen Geld. Ah, das ist richtig mies, wenn man bei ETS gebannt wird, beim Multiplayer. Weil es ja momentan nur theoretisch einen Server gibt. Ne, zwei. Ist ja, halt die Frage, ob du dann auf beiden gebannt bist. Ja, ich mach da mal Autospeichern. Ja, ich hab's gerade gesehen. Oh, was ist passiert?
Also mit 140 solltest du nicht in die Kurve hier fahren. Dann mit 153. Dani, pass auf, ich stehe hier, ne? Oh, Mike! Oh. Alter! Also, ich fahre hier mit 143. Ich habe keinen Schaden bekommen, ich bin aber mit 153 in ihn reingefahren, Mark. René. Ja, René, dann mach mal Auto. Du hast keinen Schaden bekommen, willst du mich verarschen? Ich habe keinen Schaden bekommen. Ich raste aus, Alter, denke ich, hab keinen Schaden. Ja, ich hab auch und abgebremst. Ja, toll. Hab ich fein gemacht. René, wo bist du jetzt? Wo du mir rübergezogen hast, keine Ahnung, das sehe ich gerade noch. Oh, hab mir gerade voll das Ei eingeklemmt, Alter. Ich hab immer noch die alten Schäden von vorher. 1% am also, Zugfahrzeug, 2% am Auflieger. Also, mir ist gerade irgendwo ein Mathe. Da ist vor mir ein Zorro. Zorro X. Ich bin jetzt, ich weiß. Bei irgendwann, nachdem ich in Brücke warte, ich kann ja gleich mal sagen. Weiter geht's nicht nach hinten, nur so als Info. Du bist auf mich zugefahren. Wollen wir jetzt noch auf René warten? Ja, warte okay, mal. Hey, ich hab 2% Schaden am Ort. Also, ich wäre jetzt Ausfahrt Göttingen, Amsterdam. Wir machen den Motor aus. Ich fress dich auf. Am Nam 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 Nam. Okay. Sieht auf jeden Fall extrem komisch aus und es gibt trotzdem keinen Schaden. Alter Dani, was machst du da? Rückwärts fahren. Okay, ja, ich fahr gerade vorwärts. Oh, das dauert aber ewig, trotzdem das soll nicht. Hey, das ist ein Mähdrescher. Da kommt gerade einer von hinten. Jetzt hörst du auf. Mal gucken, der denkt sich bestimmt nur so, what the fuck. Ja, ist mehr. Was? Der heißt. FR Le Routier Sympas. Und kommt aus Frankreich. Nein, Dani, lass das. Ich glaub, dann komm ich gleich. Dani will Anlauf nehmen und dann rückwärts fahren oder so. Sag Lust mal Bescheid, wenn ihr einen Zorro X seht. Nee. Doch, jetzt. Müsst ihr ihn sehen. Jetzt geht ja, er nicht auf. Ich fahr lieber schon mal weg, weil Dani ist böse. Doch nicht. Oh, die Kurve ist gefährlich, seit wir zum Abbremsen. Der Spiner schon wieder umgekippt. Das ist mit der Lenkung. Okay, René, davor fahren, ne? Würde ich jetzt so sagen. Ja, wenn Dani mal nicht wieder rüberzieht hier. Dani zieht erstmal wieder rüber. Sein Assi, ey. Solche Spacken, ey. Meine Fresse. Wie den Spacken. Rast auf. Ja, du hast halt zwei Arschbacken. Ne? Ich hab's nicht gesehen. Nee, hast Kontrolle verloren, oder? Ja, ich glaube, ich steck gleich erstmal die Lenkung um. René, du solltest jetzt mal wieder speichern. Weil, warum? Warum? Ich hab 42% Schaden, das ist mir egal, was ich jetzt mache. Ja, toll, aber dann musst du wieder Auto speichern beim nächsten. Also da weiter ganz hinten und so, ne? Also ich meine, dann hättest du vielleicht eben mal speichern sollen. Was zum Teufel tust du da? Ich wollte Dani abdrängen. Hat ja gut geklappt, ne? Alter, Dani! Du hast wahrscheinlich jetzt mega viel Schaden gekriegt. Ja, ich habe jetzt 56 Schaden, 57 Schaden. Hallo, ich hab 73 Schaden. Ich glaube, wegen so einer Scheiße haben wir garantiert noch gebannt. Ach du Scheiße, Dani kommt. Ich habe 60% Schaden am Auto. Ihr müsst mal warten, ich bin wieder da hinten an derselben Stelle. Alter, ich habe 60% Schaden am Zugfahrzeug, 19 am Auflieger und Motorfehlfunktion. Eigentlich müsste ich mal die Lenkung umstellen, aber ich bin echt zu faul, das jetzt zu machen. Die ganzen Neustarts. Das liegt an der scheiß Lenkung, das ist mir zu schnell. Ich bin voll auf den Sack. Wie viel Schaden hast du genommen, Mike? Ich hab gar keinen Schaden. Du schlägst ja nur kurz einer, lenkt das schon einmal voll rum, ey. Drückst nur mal kurz drauf, zack. Dani, willst du vielleicht auch Autospeichern laden und so? Du, dann würde ich ja viel weiter weg sein. Ja, so ungefähr so weit wie René, schätze ich mal. Ja, warte, dann mache ich halt schnell. Nee, also musst du nicht, aber. Ich hab kein Autospeichern. Wollte doch Autospeichern anzeigen. Mike, wie viel Uhr ist es bei deinem Uhrzeit? 12.03 Uhr. Ich bin bei 59 Stunden bei mir. Nee, ich hätte eine, das wäre am Mittwoch um 11.48 Uhr. Ja. Letzte Speicherung. Ja, das ist relativ.
Nee, lass ich lieber. Dann fahr ich lieber mit 60% Schaden. Ich würde es lassen. Ganz voll vergessen, hast du nur Motor 4 Funktion. Ja, na und irgendwo kommt bestimmt eine Reparaturstelle. Schau ich mal auf der Karte. Aber ich fahre in den 100 Kilometer nicht extra wegen dir irgendwo rein. Wir kommen vielleicht in Osnabrück, aber dann fahre ich vor und fahre mit dem Osnabrück rein. Mike kann ja warten auf mich. Also. Mike, lass mich rausfahren. Mach doch. Ich kann nicht, du blockierst mich. Du fahr rückwärts. Das ist so eine richtig glatte Aufnahme, ne? Weiß nicht, wie oft ich das jetzt von neu gestartet habe. Ich muss immer die Lenkung umstellen. Wo willst du jetzt hinfahren? Ich mit der Autobahn auf. Hä? Wo willst du jetzt hinfahren? Ich fahre in Osnabrück rein. Es kommt vorne. Denk dich nur auf, dass wir so lange. Okay, ja, dann fahre ich mit Dani in Osnabrück rein, nur so. Als Information. Wo ist in Osnabrück? Auf dem Weg auf jeden Fall, anscheinend, glaube ich. Ah, Mann, diese ganzen Fehlfunktionen. Okay. Er will nicht mehr anspringen. Ja, sag ich doch. Soll ich schieben? Nee, es geht. Er geht wieder. Okay. Ich hätte jetzt auch geschoben. Ja. Alter. Sieht auf jeden Fall geil aus, wenn man hier drinnen sitzt. Okay. Ich glaube, ich muss mal meinen LKW reparieren. Der hat schon 4% Schaden. Halt die Klappe, Mike. Also lass mal in Osnabrück runterfahren. Weil dann nach rechts müssen wir, glaube ich. Ja. So. Ja, jetzt nach rechts gleich. Wie viel Prozent Schaden hat euer Anhänger? 3. Mein Anhänger hat 19. Und das, 19. Obwohl Dani einmal voll dagegen gefahren ist. Wie viel? 19. 19 und deiner 3. Ja. Ich hab 5. Obwohl Dani einmal voll umgehauen hat und so. Nein, das warst auch nicht. Ah, selber. Nee, ich seh dich schon vorne wieder. Vorne seid ihr. Ja, also dann lass uns mal mit Dani in Osnabrück reinfahren. Weil der muss ja reparieren und so. Ja, dann repariere ich auch gleich. Und ja, ich auch. Die Lenkung um. Und speicherst. Und so. Ja, gute Idee. Sag ich doch. Also ich finde die Lenkung so eigentlich ganz gut. Weil, ja, das kannst du wenigstens lenken. Ich zock immer langsamer, das ist hier praktisch LS-Lenkung. Aber es geht bei ETS gar nicht, wenn ich da 150 oder so fahre oder 140. Okay. Jetzt fängst du wieder an zu ruckeln wegen hier. Also bei mir auch nicht. Bei mir noch nicht. Also mir hat's so, bei mir hat's so ein bisschen. Oh, hier kommen zigtausend LKWs in uns entgegen. Zigtausend, so viele können es gar nicht sein. Okay. Ja, da sind gerade mal 4 Stück und noch andere Leute auf der Karte drauf. Deswegen ja. Alter! Zigtausend. Was geht denn hier ab? Dani, was ist denn mit dir los? Was ist denn los mit dir? Was ist denn? Was hab ich denn gemacht? Dani hat gerade mega geleckt und ja, jetzt hab ich... Einen umgehauen? Motorfehlfunktion. Nee, einen umgehauen oder dich? Nee, Dani hat mich umgehauen. Ich konnte nichts dafür, es leckt gerade übelst stark. Ist das hier? Den kenne ich nicht. Ja, komm, lade ich das einfach. Passt schon. War hier einfach mal mitten durch die Pampa, der steht da hinten und weiß nicht, was er machen soll. Ich fahr einfach an ihm vorbei. Ah, hier bin ich, okay. Also, ich bin kurz vor Osnabrück. Also, deswegen sollte man rein theoretisch mit weitem Abstand voneinander fahren. Aber noch nicht mal das bringt was. Bei Daniel nicht, nein. Ja, du hast das auch schon mal gemacht und dann bin ich auf einmal von der Brücke runtergefallen, René. Ja, Mike hat das schon mal bei René gemacht und dann bin ich in ihn reingefahren, da wo ich meine. Ja, das war erst mein erstes Spiel, Mike. Siehste, sag ich doch. Aber ich bin vorhin mal gegen die Leitplanke gefahren, da bin ich von der Brücke runtergeflogen und stand mitten auf dem Feld, da hab ich einen Screenshot gemacht. War, glaube ich, auch schon während der Aufnahme. Ja, das war während der Aufnahme. Also du standest auf einem Feld, ja, das war während einer Aufnahme. Und den Screenshot wolltest du mir schicken und den habe ich eingeblendet, wenn ich es nicht vergessen habe. Ja. Und bei mir fängt es jetzt schon wieder an zu ruckeln. Also man kann ja mal drauf achten, jedes Mal... Ja, bei mir fängt es jetzt auch an. Es sollte, also anscheinend, bei mir ist es zumindest so, wenn jedes Mal, wenn jetzt ein neuer Spieler auftaucht, fängt es an zu ruckeln. Wahrscheinlich, weil ich einfach so hohe Grafikeinstellungen habe und außerdem auch noch gleichzeitig aufnehme und sowas. Da steht einfach mal Dani.
Gucken wir mal. Ich lasse das jetzt einfach mal offen. Ich geh mal weg. Ich halte mal Abstand, da nicht kommen. Ja, aber wenn ich jetzt reinfahre und du fährst raus, dann rammelst du mich um. Dann rammelst du mich um, weil ich noch nicht drin bin. Bleib hier drin, ich fahre nicht raus. Also da sieht man es ja, jedes Mal, wenn hier ein neuer Spieler auftaucht, dann fängt sie an zu laggen und so. Das hatte ich vorhin schon, hatte ich letztes auch schon mal, da kam einer rausgebreddert. Wo ist eigentlich Mike? Und ich bin da und neu geladen. Okay, da ist gerade einer irgendwie einfach mal so querfeld eingefahren. Hatte der zumindest vor. Hat aber nicht so ganz geklappt, habe ich so das Gefühl. Gut, dass das nicht mal mein Spielstand ist. Ja, siehst du mal, ist doch gut. Ist doch gut, dass genau wir hier viel Geld wie am Anfang. Ist doch gut, dass wir dafür die Aufnahme einen extra Spielstand gemacht haben. Und fertig mich schon richtig aufgeregt. War mir schon klar, obwohl dass ich sowas da passiert. Auch eine Million habe oder so. Ein paar Millionen. Alter, warum ruckelt's denn jetzt hier so? Ah ja, okay. Hier sind ein paar Spieler. So, Daniel, warum sehen wir hier eigentlich Spiele, die 12 Kilometer entfernt sind? Daniel, da heißt du fahren? Alter, ruckel. Mike, wo bist du denn? Mega lag. Hier heißt einer noch René. Der kommt aus den Niederlanden und ist 12 Kilometer entfernt oder so. Und ich bin jetzt gleich beim Reparieren und so. Ich bin nämlich René. Dau René. Sowas muss man nicht unbedingt in den Aufnahmen machen, oder? Was willst du denn, was die Leute von dir denken? Ja, egal. Kennen andere Leute, die sind schlimmer. Ah, stimmt, da ist ein René. Warte, so, reparieren. Ich musste 3000 Euro bezahlen. Ach du Scheiße. Musste 49.000 sein. Dani, du hast mich voll kaputt gemacht. Die musste 3000 Euro bezahlen. Ja, ist klar, du hast nicht kaputt gemacht. Hallo, ich musste 9000 Euro zahlen. Fast 10.000. Also seid mal ruhig. Also ich fahr schon mal vor. 48.000 sein, toll. Ich fahr schon mal vor, ne? Ach nee, warte. War nicht vor. Stimm ich jetzt hier hin. Dani, mir nicht reinfahren. Oh, jetzt hab ich 21% Schaden am Auflieger. Dani, mir jetzt nicht reinfahren, ne? Dani macht erstmal hier. Komm, wir haben den voll eingeparkt. Ja, geil. Den haben wir eingeparkt. Hier den blauen. Dani hat nämlich gerade eine Vollbremsung gemacht. Der ist hier hinten drauf gefahren und jetzt packe ich den ein. Hey. Was? Mir reingefahren? Ne, der ist Dani hinten reingefahren, weil Dani eine Vollbremsung gemacht hat. Gegenwahrscheinlichkeit ist so scheißegal. Bremsstärke hast du, glaube ich, gerade eingefahren. Wo ist denn hier Lenk? Was bei. Gameplay, man. Alter, das geht ja mal gar nicht. Hier stehen andauernd so Leute mitten auf der Straße und machen hier irgendwas in den Einstellungen. Hier gibt's nur Stau wegen solchen Leuten. Das geht ja mal überhaupt nicht. Scheiße. <Alter. lacht> Was hast du jetzt gemacht, Dani? Ich wollte überholen bei René. Der eine, wo hinter mir reingefahren ist, habe ich wieder gerammt und dann habe ich René gerammt und der Typ auch. Alter, wollte mich fahren. Leute! Du warst im Weg. Lass mich raten, René darf sich jetzt schon wieder reparieren. Okay, das war jetzt gerade nicht so schlau. Weil nein, ich habe mich gerade verguckt, weil das war nur 5% Schaden, aber die waren ja vorhin schon da. Oh, scheiße, 2%. Aber okay, nicht am LKW, sondern am Ding. Scheiße. Okay, ich muss mich nochmal reparieren, glaube ich. Warum? Weil ich jetzt 2% Schaden habe. Ich fahre mal schon mal vor. Ich muss ja eh weiterfahren als ihr.